Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal ein 7R in Black-Version. Ist leider nicht erhältlich für PS4 und XB1, also Xbox. Ein schöner schwarzer Trecker. Wir haben eine Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h. Wir brauchen 23 Liter AdBlue und 545 Liter Diesel. Standard hat er 269 PS. Wir haben drei Comfort-Blöcke, Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Vitas und das war's. Trelleborg haben wir Standard, Radgewichte, Breitreifen und Radgewichte. Zwillingsbereifung hinten und vorne auch schön in schwarz, die zu hat was. Dann haben wir Michelin Breitreifen. Okay, da haben wir nur Breitreifen. Dann haben wir noch Motorausführungen. 7230R sind 269 PS. 7250R sind 290 PS. 7290R sind 332 PS, 7310R sind 352 und das war's. Also höchste Stufe sind 352 PS. Standard kostet er 282.500 in der Anschaffung und 14.407 im Leasing. Ich würde sagen, wir mieten uns den mal und mieten uns mal den Standard und gucken mal uns den Vergleich an. Ne, ist der 8R? Da. Dann haben wir einen besseren Vergleich zum Gucken. Der Mod kommt von Agri-Modding. Also vielen Dank dafür. Gut, gucken wir. Motorhaube ist fast gleich geblieben, außer was bei dem hier gelb, dieser Streifen, wo John Deere steht, gelb ist und die Schrift ist gelb. Ist bei dem hier die Schrift, also die Typenbezeichnung des Schleppers in schwarz. Was bei dem gelb ist, ist schwarz und steht Black Edition drin. Ja klar, schwarze Felgen haben wir dazu bekommen, gibt es auch immer eine besondere Ausführung, kann man sich ja immer bestellen. Was er hier hat, was der nicht hat, glaube ich, sind die Warntafeln, die wir dazu bekommen haben, hier oben. John Deere Zeichen ist klar, oder Aufkleber ist klar, ist bei dem anderen auch. Ansonsten Zugmaul, Kugelkopf, Zapfwelle, die Farben auch schon zu erkennen für Hydraulikanschlüsse oder für Spritze oder all sowas, alles vorhanden. Ja, Diesel, AdBlue. Hier kann man auch ein bisschen in den Motorraum gucken, also zum Lüfter. Kann man hier auch, wenn man näher rangeht. Funktionstest, Blinker links hinten und vorne funktionieren. Blinker rechts hinten vorne funktioniert. Die Rundumleuchte funktioniert auch. Bremslicht geht auch. Ganz normal Licht, dann schalten sich auch die Lampen an der Warntafel mit ein, das ist auch schön. Arbeitslicht hinten. Arbeitslicht vorne, alles vorhanden. Dann haben wir eine digitale Anzeige im rechten Holm. Alles wunderbar zu erkennen. Kleines John Deere Logo auf dem Sitz. Eine schöne Armlehne.
So soll's sein. Spiegel zwar nicht ganz auf uns eingestellt, aber es geht in Spiegel. Radio für längere Zeiten offene Schlepper. Ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare schreiben, wo ich jetzt drauf gucke, wofür der ist. Mal gucken, ob da einer drauf kommt. Das würde mich mal interessieren. Also der schwarze Hebel, der da zu sehen ist. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, wer da drauf kommt. Ansonsten haben wir keine weiteren Möglichkeiten bei diesem Schlepper. Keine Türen, nichts. Aber er ist ein Black. Okay, Sound ist genauso geblieben wie bei dem anderen. Ansonsten ein schöner Mod. Die Lok. Oh, Warning. Vielleicht kommt da ja noch ein Update. Das ist schade, dass der Warning hat. Ich dachte, ich stelle ihn euch trotzdem mal vor. Vielleicht habt ihr den Fehler und könnt ihn euch fehlerfrei machen. Dann habt ihr einen schönen Schlepper. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gern einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich würde sagen, bis dahin, ciao, euer Manuel.